herzlich willkommen zu eurer Tarot-Übersicht für den Monat April. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und dieses Video ist wie immer für dich, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Löwe ist. Und bevor wir lang quatschen, wow, die erste Karte hat sich schon umgedreht. Wir haben die 4 der Kelche. Also Langeweile. Langeweile oder vielleicht so ein bisschen eine sture Energie. Die 2 der Schwerter. Eine abweisende Energie hier. Aber warum? Gerechtigkeit. Ich lege erstmal so ein paar Karten aus. Ritter der Stäbe. Und 6 der Schwerter. Habt ihr einen Konflikt mit Krebs? Die hatten irgendwie eine ähnliche Konstellation, aber doch anders. Also wie gesagt, ihr habt hier gegen irgendetwas eine abwehrende Haltung. Wir haben die Gerechtigkeit. Das ist ja eigentlich eine gute Sache. Ne? Also gerade wenn die Gerechtigkeit aufrecht hier rauskommt, dann ist es, es kann natürlich sein, dass ihr hier nicht ganz gerecht gehandelt habt. Ja, also Gerechtigkeit ist im Herzen der Legung. Ja, also es ist schon mal, ne, die Mitte ist das Herz. Und ihr verschließt hier die Augen vor etwas. Vielleicht habt ihr jemanden ungerecht behandelt. Und vielleicht habt ihr jemanden falsch beurteilt oder vorschnell beurteilt. Okay, ich glaube, dass ihr auf den richtigen Trichter kommen werdet, so ungefähr in der zweiten Woche. Aber in der ersten Woche kann es sein, dass ihr euch da ein bisschen stur stellt und sagt, nee, also ich habe nichts falsch gemacht. Aber die Gerechtigkeit wird siegen. Und die Gerechtigkeit heißt nicht unbedingt, dass ihr Recht habt, sondern das, was gerecht ist, wird entschieden. Okay? Und ich glaube tatsächlich, ihr habt jemanden falsch beurteilt, aber das wird sich ändern. In der zweiten Woche, vielleicht habt ihr jemanden kennengelernt, eine Person, die sich mit euch befreuen wollte oder einen neuen Kollegen oder ähnliches und ihr habt gedacht, oh mein Gott, was ist das denn für ein Haiopai? Mit dem möchte ich aber nicht zusammenarbeiten. Aber das war ein Fehlurteil von euch. Okay, diese Person scheint ehrlich zu sein. Diese Person scheint ehrlich interessiert bzw. ein ehrlicher Mensch zu sein. Und ihr habt das falsch eingeschätzt. Vielleicht war diese Person einfach nur nervös und ihr habt gedacht, diese Person ist unzuverlässig oder ähnliches. Okay, schauen wir mal weiter. Löwe im April. 3 der Stäbe. Okay. Eine expansive, eine sich ausweitende Energie. König der Kelche. Uiuiui. Es kann sogar sein, dass ihr jemanden, vielleicht kennt ihr diese Person auch schon. Es kann sein, dass jemand auf euch zugekommen ist und euch eingeladen hat, an euch interessiert ist, vielleicht auch romantisch interessiert ist und ihr wollt, weil es ist ja noch, wir sind ja noch nicht im April, ja, auch wenn es online geht, noch nicht. Aber es kann halt sein, dass es eben entweder zu dem Zeitpunkt, wo ihr es schaut, passiert oder dass es in Kürze passiert, okay? Selbst wenn ihr es Mitte April seht, das ist immer ab dem Zeitpunkt, wo ihr es seht, okay? Und also entweder befindet ihr euch schon in der Situation oder es wird euch in Kürze bevorstehen. Es kann sein, dass hier jemand ist, der romantisch an euch interessiert ist und ihr wollt mit dieser Person nichts zu tun haben, weil ihr denkt, diese Person ist nicht ernst oder zu, ja, zu, wie soll ich sagen,
Man sagt bei uns, sag mal, Schlubbejob. Ne? Also, dass du denkst, Mensch, der Typ ist aber, was ist das für ein Typ? Oder was ist das für eine Frau? Um Gottes Willen. Ne? Also, sowas kann es sein. Aber diese Person, ihr beurteilt diese Person falsch. Und indem ihr diese Person aus irgendwelchen Umständen näher kennenlernt, stellt ihr fest, mein Gott, diese Person ist ehrlich nett. Und diese Beziehung mit dieser Person, ja, kann tatsächlich expandieren, also kann sich ausweiten. Eben vielleicht habt ihr diese Person kennengelernt durch durch eine andere Freundschaft oder eben durch den Job. Aber es kann tatsächlich sein, dass sich hier Gefühle ändern. Also eure Gefühle könnten sich zu jemandem ändern, den ihr zunächst abgetan habt als nicht adäquat, um es mal so zu sagen. Das kann sich aber ändern, denn wir haben den König der Kelche hier und das ist ja alles andere als nicht adäquat. Ne? Also hier könnten tatsächlich Gefühle aufblühen. Mal was ganz Neues. Sowas hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Dann haben wir die 7 der Kelche. Ach, diese Karte. Ich mag diese Karte ja nicht. Ne? Besonders in diesem Deck. Und die kommt immer so oft raus. Vielleicht liegt es auch wirklich eben an der momentanen Situation, dass der Neptun in den Fischen ist. Und das repräsentiert ja auch... Oh mein Gott. Ah, das repräsentiert es ja auch. Also hier ist auf jeden Fall ein göttliches Paar, ein Divine Couple. Wir haben den König der Kelche und die Königin der Kelche. Also es kann tatsächlich sein, dass ihr hier erkennt, ja, dass diese Person, ne, es geht ja bei den 7 der Kelchen darum, weise zu wählen. Und trotzdem man eben so wie Venus im Fisch, nein, so wie Neptun in den Fischen. Vielleicht hat einer von euch beiden die Venus im Fisch in eurem Geburtshoroskop. Vielleicht du, ne? Weil dann würde das Sinn machen. Aber auf jeden Fall, die 7 der Kelche stehen ja dafür, dass man weise wählt. Und man hat hier viele Kelche und in manchen ist etwas nicht so Gutes drin, aber in anderen ist etwas Wundervolles drin. Und hier geht es darum, weise zu wählen, trotzdem man eben wie Neptun in den Fischen sehr auf unsicherem, nebligen Terrain sich bewegt. Also man hat nur sein Gefühl und nichts anderes. Ne? Und eben die Logik spielt Streiche und von daher hat man nur, ja, man kann sich nur langsam vorantasten. Und wir haben ein göttliches Paar. Das heißt, es ist möglich, dass ihr diese Person falsch eingeschätzt habt, einfach aus dem Grund, weil ihr nicht klar gesehen habt. Und dass ihr so langsam wieder mit den 6 der Schwertern so in ein logischeres, klareres Gewässer schifft. Ne? Und plötzlich seht ihr, Mensch, also eigentlich ist diese Person sehr nett und eigentlich ist diese Person gar nicht dumm und eigentlich ist diese Person sehr humorvoll. Und plötzlich stellt ihr fest, da könnte was gehen mit dieser Person. Eine letzte Karte noch für die Löwen. 2 der Kelche. Ich finde das sehr, sehr gut. Ihr Lieben, also es könnte wirklich sein, dass ihr, es ist so ein bisschen Enemies to Lovers hier, also Feinde zu Liebhabern. Es ist wirklich so, dass, ja, es ist romantisch, ne? Für die nicht an Romantik interessiert sind oder die schon vergeben sind. Vielleicht ist es dann eine Freundschaft, okay? Es könnte auch eine Freundschaft sein. Es muss nicht unbedingt ein Paar sein. Aber hier kommt etwas Göttliches zusammen. Es wird etwas zusammengefügt. Vielleicht lernt ihr diese Person auch deswegen kennen, weil eigentlich habt ihr gar kein Interesse an dieser Person. Aber das Universum schiebt euch zusammen. Das ist so, kennt ihr, ist das nicht 101 Dalmatiner, wo die Hunde so die 2 Menschen so zusammenschieben, so wupsch, und dann stehen sie so, oh, und so ist das, also quasi die Dalmatiner ist das Universum und schiebt euch zusammen, weil die sagen, mein Gott, warum
Perzig-Löwe denn so? Die gehören zusammen, verdammt nochmal. Und darum gibt es Situationen, in denen ihr einfach wieder und immer wieder mit dieser Person zusammentrefft. Aus dem einfachen Grund, weil ihr zusammengehört. Sei es als Partner oder als Freunde. Diese Person ist ein Seelenpartner. Das heißt, es muss ja kein Liebespartner sein. Es kann eine sehr gute Freundin sein, ein sehr guter Freund, deine beste Freundin. Ne? Also so etwas in der Richtung, dein bester Freund. Das muss kein Liebespaar sein, aber ihr passt mit dieser Person zusammen, ihr gehört zusammen und ihr weigert euch am Anfang standhaft. Aber das wird sich regeln und falls ihr auf der Suche nach Liebe seid, ich bin sehr gespannt. Ich würde mir wünschen, dass, falls das hier mit euch resoniert, dass ihr euch da mal in den Kommentaren meldet. Würde mich sehr freuen, weil ich das richtig süß finde. So, ich ziehe euch jetzt noch eine Orakelkarte, beziehungsweise ich mache es anders als in den letzten Legungen, wie ich das jetzt so das knappe Jahr jetzt gemacht habe. Ich mache euch direkt ein Pick-a-Card mit Tarotkarten, mit Orakelkarten. Das heißt, ihr könnt eine Frage stellen, jetzt, während ich mische und auch noch rede, könnt ihr eine Frage stellen. Wenn ihr keine Frage habt, dann dürft ihr einfach einen Stapel ziehen. Das klappt trotzdem, okay? Also es wird für euch nochmal eine Personalisierung sein. Und ich finde das immer sehr schön. Dann kommt dann vielleicht noch etwas anderes raus als, ne, für die Liebessuchenden hier. So, ich mache euch drei kleine Piles, liebe Löwen. Und ihr dürft dann aussuchen. Das ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Wenn ihr mehr Zeit braucht zum Aussuchen, dann pausiert jetzt das Video. Ich drehe jetzt um. Wir haben Vollmond im Skorpion. Atme dich durch deine Anspannung. Und ja, also wenn du eine Frage gestellt hast, ja, auf jeden Fall. Also falls du Angst vor etwas hast oder so, also wenn du eine Frage bezüglich, du bist halt angespannt, ne, und du hast etwas gefragt, ja, die Anspannung kannst du auch überwinden, ne? Also tu es einfach, dann wird die Anspannung von dir abfallen, ne? Wenn du keine Frage gestellt hast, dann ja, atme dich durch deine Anspannung. Sollte das hier für dich zutreffend sein, ne? Versuch einfach im Hier und Jetzt zu bleiben. Das Universum wird eh das orchestrieren, wenn das für euch so bestimmt ist. Und das ist einfach, ja, solltet ihr angespannt sein, versucht wirklich zu entspannen. Ne? Meditiert oder macht Sport, macht Yoga, also je nachdem, was euch entspannt, nimmt ein Bad. Ne? Also hier geht es wirklich darum, die Anspannung loszulassen, denn es wird sich eh so ergeben. Vielleicht habt ihr wenig Einfluss darauf und daher kommt auch die Angespanntheit, aber es wird alles gut werden. Ne? Also ihr braucht euch nicht anspannen, ihr dürft locker lassen. Okay, alles klar. Wir gehen zur Gruppe Nummer 2. Zunehmender Halbmond im Wassermann. Vertraue dem Universum und sicher. Also für dich auch, ne, wenn du eine Frage gestellt hast, auf jeden Fall, das wird passieren. Und zwar ist es vorherbestimmt, okay? Und für die, die keine Frage gestellt haben, im Grunde das sehr ähnliche Energie wie Gruppe Nummer 1. Also hier, es wird passieren, okay? Denn es ist für dich vorherbestimmt. Vielleicht hast du einen Seelenvertrag mit einer Person unterschrieben. Vielleicht geht es für dich auch um etwas anderes. Aber egal, was du gefragt hast, es ist vorbestimmt. Es wird dir vom Universum zugeführt, auch wenn es vielleicht etwas länger dauert, okay? Aber es ist dir sicher, okay? Dann Nummer 3. Neumond in den Zwillingen, durchdenke es. Dann haben wir eine längere Karte noch. Hol dir eine zweite Meinung. Man muss nicht immer wissen, was zu tun ist oder auf jede Frage eine Antwort haben. Manchmal kann es dem eigenen Glück auf die Sprünge helfen, das Dilemma mit einem Freund oder einer Freundin zu besprechen. Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen, von Henry Ford.
Und im Grunde, ja, durchdenke es, wenn du eine Frage gestellt hast, kein Wasser mehr da, wenn du eine Frage gestellt hast, dann ja, lass dir halt Zeit, ne, hol dir eine zweite, weil im Grunde ist das für beide, also die Frage gestellt haben oder auch nicht, egal worum es geht, ja, lass dir Zeit, du brauchst dich nicht sofort entscheiden, hol dir eine zweite Meinung, frag gerne einen Freund, reflektiere mit allem Möglichen, ne, wenn du dir auch, sollte das für dich zutreffen, das, die, der Überblick, ne, und du bist dir nicht sicher, ob diese Person hier vielleicht der falsche Kelch ist, auch da können Freunde helfen, ne, indem man einfach sagt, du, wir gehen noch mal zu dritt aus und dann sag mir doch mal die Meinung über diese Person. Ne, das kann immer helfen. Jemand, der es gut mit dir meint, also du musst dieser Person natürlich vertrauen, ne, aber jemand, der es gut mit dir meint, wird dir auch sagen, ich finde, ihr passt super zusammen oder eben, ich weiß nicht so genau. Ne? Also ja, durchdenke es. Ihr müsst nichts übers Knie brechen. Okay? So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, dass ihr nichts mehr verpasst. Und falls ihr mich darüber hinaus unterstützen wollt, könnt ihr das beispielsweise mit einem Trinkgeld über Super Thanks, das kleine Herz unter diesem Video. Ihr könnt auch andere Möglichkeiten wählen, wie PayPal und Amazon. Die findet ihr in der Infobox und auch im angepinnten Kommentar. Und ich sag danke, dass ihr da wart und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin!